Szenen aus dem Hetzfilm Der ewige Jude. Wo Ratten auch auftauchen, tragen sie Vernichtung ins Land, zerstören sie menschliche Güter und Nahrungsmittel. Auf diese Weise verbreiten sie Krankheiten, Pest, Lepra, Typhus, Cholera, Ruhr und so weiter. Sie sind hinterlistig, feige und grausam und treten meist in großen Scharen auf. Sie stellen unter den Tieren das Element der heimtückischen, unterirdischen Zerstörung dar. Nicht anders als die Juden unter den Menschen. Schlimmer hätte die erste Woche nach der Übernahme für Twitter kaum laufen können. Und doch, es könnte noch wesentlich schlimmer kommen. Wenn die Welt wirklich in einer Woche erschaffen wurde, könnte vermutlich nur Elon Musk sie in einer Woche auch wieder zerlegen. Wie er das anstellen würde, hat er bei Twitter gezeigt. Vor allem mit Rücksichtslosigkeit. Er hat Personal entlassen, Werbekunden verloren, Vertrauen verspielt. Ex-Mitarbeiter wollen ihn verklagen, die übrigen sind offenbar eingeschüchtert. Die Einnahmen seien, das hat Musk selbst getwittert, massiv runtergegangen. Alles in einer Woche. Drei Dinge bereiten besonders große Sorgen. Verifizierte Accounts, das sind die mit dem blauen Haken, kann sich offenbar künftig jeder kaufen. Wenn das wirklich so kommt, könnte es noch schwerer werden zu unterscheiden, was eine glaubwürdige Information ist und was nicht. Musk hat auch angekündigt, dass Twitter zum Marktplatz der Debatte werden solle. Aber auf seinem Marktplatz sollen offenbar auch rassistische oder verschwörerische Ratten aus ihren Löchern kriechen dürfen. Twitter kann nur relevant bleiben, wenn genau diese Ratten, um im Marktplatzbild zu bleiben, in ihre Löcher zurückgeprügelt werden. Aber ein bisschen Hoffnung gibt es noch. Staaten und Behörden müssen dafür aber ihre Regeln konsequent durchziehen, gegebenenfalls anpassen, sodass die auch auf Twitter angewendet werden können. Und auch Nutzer haben Einfluss. Wir können uns abmelden oder wechseln. Denn das Wertvollste an Twitter sind die Inhalte.